Bücherfreunde und herzlich willkommen im 15. Türchen meines Highlight-Adventskalenders. Heute mit Griptos von Ursula Poznanski, der neue Jugendroman von Ursula Poznanski, der in diesem Jahr erschienen ist, den ich ziemlich zu Beginn des Erscheinens auch gelesen habe und ich absolut weggesuchtet habe. Ich habe schon einige Jugendbücher von Ursula Poznanski gelesen, habe einige Highlights darunter, aber auch das ein oder andere Buch, was ich okay und gut fand. Doch Griptos konnte mich in diesem Jahr total fesseln, sehr begeistern und auch absolut in diese Welt ziehen. Wir sind irgendwie ein bisschen in der näheren Zukunft und wir Menschen, ja, sind umgeben von Naturkatastrophen, von Umwelt, ja, Einflüssen und wir ziehen uns am liebsten zurück in eine virtuelle Welt. Und dort treffen wir auf die Protagonistin, die diese Welten baut, also die am Rechner sitzt oder an Rechnern sitzt und ja, Welten kreiert mit Häusern, mit Wäldern, mit Flüssen, mit Meeren und so weiter. Welten kreiert, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, sei es ein London 1800 und irgendwie 60, sei es was mit Dinosaurier, sei es etwas, wo es Drachen gibt und so weiter. Also total kreative ja, Weltenbauer sind da unterwegs und unsere Protagonistin entdeckt aber dann, dass in einer ihrer harmonischsten und ruhigsten ländlichen idyllischsten Welten etwas schief läuft und dass es da auf einmal Morde gibt und dann reist sie selbst in diese Welt und entdeckt etwas ja ganz Unverhofftes und merkt dann schnell, dass irgendwas im großen Ganzen auf der Welt ja im Busch ist und auf einmal ist sie hier in verschiedensten ja verhängnisvollen Themen mit drin und muss dann auch fliehen und flüchten und ja, um ihr Leben bangen und auf dieser Reise begleiten wir sie. Ein Buch, das mich fasziniert hat, alleine was die Weltenideen von Ursula Poznanski angeht. Ich fand es toll, dass wir ganz, ganz viele Welten kennengelernt haben, dass wir mit unserer Protagonistin da drin waren, dass wir unterwegs waren. Natürlich hat man sie vielleicht nur so ein bisschen angerissen, aber ich fand es einfach unfassbar kreativ und fand das so, so toll, dass wir nicht nur ja, die nerdige Protagonistin haben, die die Welten im Grunde herstellt und auch ihre Detailverliebtheit dazu zeigt, sondern eben auch, wie sie die Welten entdeckt, nicht nur ihre eigenen, sondern auch andere Welten und wie dieses System im Hintergrund läuft, warum sich die Menschen zurückziehen in diese Welten, was der Preis dafür ist und so weiter. Es ist natürlich auch kritisch gegenüber dem Umweltschutz, den Dingen, die hier so ein bisschen auch vielleicht schief laufen auf unserer Welt, auf unserem Planeten und ist definitiv auch eine Warnung, dass wenn es eben so weitergeht, ist diese Zukunftsversion gar nicht so weit weg. Es ist im Grunde schon so eine Art Jugend-Öko-Thriller, könnte man wahrscheinlich so sagen. Es war unglaublich spannend, es war rasant, es war toll erzählt. Ich mochte die Protagonistin, die schon eine Spur nerdig war, aber eben auch einfach so greifbar war und mit der ich gerne mitgefiebert bin und die auch wir so mitten in der Geschichte erleben. Also wir tauchen ein, sind direkt drin, wir bekommen dann doch recht viele Informationen, weil sie natürlich auch einfach Dialoge mit ja, verschiedenen anderen Charakteren führt und wir sind mitten dabei und es hat so viel Spaß gemacht. Wirklich diese Kreativität von Ursula Poznanski in dieser Welt mit diesen Weltenbauern fand ich einfach der Hammer und gleichzeitig natürlich da im Hintergrund und auch diese Kritik und ja, was dazu eben führen kann, wenn man weiterhin den Planeten so behandelt, wie wir es jetzt tun. Und das fand ich in Griptos wirklich großartig. Es war spannungsgeladen. Ich habe es, glaube ich, in zwei Nächten sozusagen weggesuchtet und es ist dann vom E-Book auch als echtes Buch bei mir eingezogen. Nochmal danke, liebe Jenny, fürs Tauschen. Denn ihr hat tatsächlich Griptos nicht ganz so gut gefallen, deswegen ist ihr Exemplar bei mir eingezogen. Aber ja, Geschmäcker sind natürlich verschieden. Ich kann so manchen Kritikpunkt tatsächlich auch nachvollziehen. Aber für mich war es einfach ein totaler Buchflash. Mich hat es wirklich total begeistert, mitgerissen und ich fand die Idee toll, die Gründe dahinter. Ich mochte auch das Ende super gerne. Ich fand es nachvollziehbar. Ich habe da wirklich mitgefiebert und ja, zwei, drei Dinge sind ein bisschen offen geblieben, fand ich persönlich aber überhaupt nicht schlimm. Für mich muss nicht jeder Handlungsstrang total aufgeklärt werden. Es reicht auch manchmal so eine Lösung, die sich über alles dann irgendwie schlägt und ich fand das wirklich Hammer, richtig toll. Ich war wirklich geflasht und begeistert und wer hier quietschen hört, das ist der kleine Sam, der sich hier mitteilt. Und ich war einfach total geflasht und begeistert. Ist für mich definitiv tatsächlich auch ein Reread-Kandidat und ist für mich bisher wohl auch der beste Poznanski. Und ich bin so happy, dass der in meinem Regal steht und ja, hab da auf jeden Fall große, große Freude dran. Und das war's jetzt auch schon, das 15. Türchen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem ja, Kalendertürchen und habt einen ganz wunderbaren 15. Dezember heute. Und ich wünsche euch damit jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.